Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Naturzentrum Bottrop YouTube-Kanal. Heute aus dem wunderschönen Münsterland zu Gast bei der Firma BWR Garten- und Landschaftsbau mit dem Thema: Das ist gesund. Altes Gemüse neu entdeckt und was die Vorteile davon sind. Ups. Mit Fahren zu tun und Christian Rüger. Für die eigene Gesundheit kann übrigens jeder was von euch tun. Ob mit dem Spaten oder mit dem Bagger. Auf die Karotte, fertig, los. Altes Gemüse, aber gesund. Spaten, Baggern hatten wir jetzt. Meinst du Gammelgemüse? Nein, um Gottes Willen. Ich meine nicht Gammelgemüse, sondern ich meine das mit der alten Tradition, was es hier im Ruhrgebiet oder im Pott immer schon gegeben hat. Wie die Steckrübe oder die rote Beete oder die Pastinake. Alles super gesund. Und wir erzählen euch jetzt ganz genau, was sie machen oder wie die wirken. Heute spricht jeder von Superfoods, von Smoothies und von Foodtrends. Dabei sind doch gerade die alten Gemüse die, die besonders lecker und gesund sind und Power geben. Also ich als Mama kann bestätigen, ist das Kind glücklich, freut sich auch die Mama. Dann geht beim Essen vor allen Dingen mit der Pastinacke. Recht haben sie, weil nämlich in der Pastinacke viele Stoffe drin sind, die gut für die Haut sind, für den Stoffwechsel und im Übrigen ist sie leicht verdaulich. Rote Beete hat seinen festen Platz auf meinem Speiseplan. Ob als Suppe, als Salat oder als die ideale Beilage. Wunderbar für die Blutbildung. Vitamin A ist ganz, ganz toll für die Augen, hilft entsprechend. Und wahnsinnig viel Eisen, also letztlich gesund. Die Steckrübe ist nicht zu verwechseln mit der Karotte. Passt super zu Fisch und Fleisch und ist ein super Herbstgemüse. Dazu hatten wir übrigens schon ein ganz tolles Video auf dem Naturzentrum Bottrop YouTube-Kanal. Saisonal, regional, einkaufen und kochen. Sie enthält ganz viel Kalzium, das ist natürlich super für Knochen und Zähne. Und daneben noch viele Antioxidantien, die gut sind gegen eine Zellalterung. Übrigens, alte Gemüse eignen sich super für moderne Smoothies. Und damit könnt ihr natürlich ganz aktuelle Foodtrends mit traditionellen Zutaten kombinieren. Und wenn ihr einen Garten oder einen Balkon habt, könnt ihr selbst aktiv werden. Entweder mit dem Spaten oder mit dem Bagger. Ihr seht also, altes Gemüse, ob Pastinake, rote Beete oder Steckrübe, können super trendy sein und ob regional oder saisonal, schmackhaft. Ihr könnt mit diesen Top 3 mit asiatischen oder mediterranen Zutaten ein richtig feines 5-Gänge-Gourmet-Menü zaubern. Ihr wollt mehr über Lifestyle, Gesundheit und auch dieses tolle Thema? Dann schaut bei uns auf dem Naturheilzentrum Bottrop Blog oder auf die Naturheilzentrum Bottrop Website. Oder einfach hier in der Videobeschreibung. Neugierig geworden und ihr wollt mehr sehen von uns? Dann abonniert uns gleich hier. Wir sehen uns übrigens wieder in 6 Wochen mit einem weiteren spannenden Thema. Bis dahin schaut uns unsere Videos an. Liken, kommentieren, ausdrücklich erlaubt. Wir sagen bis dahin tschüss! Tschüss.